Und damit dann ein herzliches Grüß Gott zu unserer Pressekonferenz vor dem morgigen Auswärtsspiel in Bochum. Ich darf unseren Trainer Stefan Leitl recht herzlich begrüßen und Stefan dir dann auch gleich das Wort geben. Ja, vielen Dank. Hallo in die Medienrunde auch. Wir beginnen mal wieder mit dem Personal. Es ist so, dass wir bis auf Robin Kehr und Marius Funk aktuell alle Spieler zur Verfügung haben im Training. Das heißt, auch Gideon Jung und Jessica Gangkamp sind im Training, sind in Trainingseinheiten involviert. Da ist momentan ja, aufgrund der Belastungssteuerung so, dass sie eine Mannschaftseinheit am Platz mit dabei sind. Die nächste Einheit ist dann noch isoliert, so wollen wir die Belastung jetzt auch steigern. Das Feedback ist von beiden sehr, sehr gut. Das heißt für uns dann, dass wir ja in der kommenden Woche wieder einen Schritt weiter sind, was natürlich auch sehr erfreulich ist. Die Jungs, die unter der Woche in der U23 gespielt haben, die sind alle gut aus diesem Spiel rausgekommen. Von daher steht uns ja der komplette Kader für das Auswärtsspiel morgen in Bochum zur Verfügung. Gehen wir gleich zu den Fragen. Frank Linkesch vom Kicker. Ja, hallo Herr Leitl, grüße Sie. Der VfL Bochum hat am Sonntag ein Heimspiel in der Bundesliga gehabt. Die haben am Mittwoch ein sehr langes Pokalspiel gehabt mit unglücklichem Ausgang am Ende für sie. Inwieweit könnte Ihnen das denn in die Karten spielen, um vielleicht den zweiten Auswärtspunkt dieser Saison oder gar den ersten Auswärtssieg in dieser Saison zu holen? Ja, ich weiß nicht, ob wir dieses Thema zu groß machen sollten. Ne? Wir sind im Spitzensport unterwegs und ich glaube, dass jeder Spieler, der in der Bundesliga unterwegs ist, auch mal drei Spiele in einer Woche absolvieren kann. Von daher ist dieses Thema für uns nicht relevant. Wichtig ist, was wir auf den Platz bringen, wie wir uns verhalten, welche Leistung wir abrufen können in der Gesamtheit als Mannschaft. Und ja, da gilt es, die Leistung von München zu kompensieren und ja, mit einem anderen Ergebnis dann aus Bochum zurückzukommen. Und da bin ich da habe ich Vertrauen in meine Jungs und bin auch überzeugt davon, dass uns das gelingen kann. Frank, du darfst gerne gleich weitermachen. Du musst dich noch entmuten, bitte. Doppelpack, Herr Linkesch. Ja, selten genug. Ich lasse Sie nicht so einfach vom Haken. Also körperlich bin ich bei Ihnen. Aber Sie waren ja selbst auch Profifußballer. Mental stelle ich es mir nicht so einfach vor für eine gegnerische Mannschaft, dieses dritte Spiel dann. Und gerade wenn man ein Negativerlebnis hatte, das könnte ja umgekehrt für Sie zumindest heißen, von Anfang an Vollgas und denen zeigen, dass es extrem mühsam für Sie wird, gegen Sie zu punkten. Ja, das ist sicherlich ein Thema, das auf uns zutrifft. Wie viel Intensität bringen wir auf den Platz? Und dann ist das andere, was macht Bochum daraus? Ja? Und das können wir nur bedingt beeinflussen mit unserer Leistung. Und nochmal, ja, wir haben in den vergangenen Wochen gute Auswärtsspiele gezeigt, leider keine Ergebnisse erzielt. Und ich habe das ja auch schon im Nachgang an die Partie gegen Köln erwähnt, dass es einfach wichtig ist, jetzt auswärts auch zu punkten. Und ich bin davon überzeugt, dass die Chance morgen besteht. Und ein Thema, so wie Sie es ja schon gesagt haben, ist sicherlich diese Intensität, die wir auf den Platz bringen müssen. Wir müssen hohes Tempo fahren, wir wollen hohes Tempo fahren. Und am Ende bin ich davon überzeugt, dass wir aus Bochum was mitnehmen. Und am liebsten natürlich die drei Punkte. Michael Fischer, Fürther Nachrichten. Guten Tag auch von mir, Herr Leitl. Vor dem Hinspiel hatte das Klippern einen Punkt der VfL 4. Nach dem 0:1 damals der VfL sehr schnell davongezogen. Hat Sie das überrascht? Weil in der zweiten Liga war man ja doch auf Augenhöhe. Und dann angeschlossen daran auch, worin sehen Sie denn die Hauptgründe, dass der VfL derzeit so gut dasteht in der Bundesliga? Ja, überrascht hat es mich nicht. Ja. Sie haben eine Heimstärke auch entwickelt, was sicherlich ein Hauptgrund ist, dass sich das Bochumer Spiel nicht verändert hat im Vergleich zur zweiten Liga. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen beiden Mannschaften. Und das Zweite ist natürlich auch, dass ja, die Bochumer einen Spieler verloren haben vor der Saison und wir vier.
Das ist auch ein großes Thema. Von daher war es ja, war eine gewisse oder eine bessere Stabilität von den Bochumern schon zu erwarten. Wie gesagt, das Hinspiel ist trotzdem, hat das Spiel auf Augenhöhe stattgefunden. Das war eine sehr unglückliche Niederlage. Auch eine unnötige Niederlage zum damaligen Zeitpunkt und hat so ein bisschen in unsere Gesamtsituation gepasst. Aber was brauchen wir jetzt auch nicht mehr drüber sprechen. Es ist jetzt die Rückrunde, es ist eine andere Situation. Nochmal, wir sind deutlich stabiler, wir kommen ins Punkten. Was uns fehlt, sind die Auswärtspunkte und da wollen wir jetzt am Samstag beginnen. Michael, dann darfst du auch gleich nochmal. Gleich nochmal ein Doppelpack, ist ja auch schön. Sie haben in den vergangenen Monaten oft betont, Herr Deidl, dass man sich als Fürth dem Gegner anpassen muss, auch taktisch. Zuletzt haben Sie aber eigentlich immer so mit derselben Formation gespielt, auch wieder mehr im 4-4-2 wie in der Aufstiegssaison. Kann man jetzt vielleicht verkürzt sagen, die Zeit des Anpassens ist vorbei, weil das Klippert so sehr in der Bundesliga angekommen ist? Ja, wir müssen schon immer auf Grundordnungen des Gegners auch reagieren und auch auf gewisse Abläufe des Gegners. Und im Spiel ist es ja oftmals so, dass du beginnst vielleicht in einer Grundordnung, aber die Systeme verschwimmen ja dann auch immer wieder ineinander. Und wie gesagt, wichtig ist für uns, dass wir eine Stabilität auf den Platz gebracht haben. Ja, das liegt nicht nur alleine an der Grundordnung oder immer am System oder an der taktischen Ausrichtung, sondern das liegt an den Spielern, die zur Verfügung stehen, in welcher Form sie sind. Und momentan sieht es ganz gut aus, wie ich es ja eingangs auch schon erwähnt habe. Habe ich aktuell 22 Spieler im Training. Wenn ich jetzt die Uhr mal auf Oktober zurückdrehe, dann hatte ich 11, 12. Das macht was mit einer Mannschaft. Und das macht auch mit einer mit einer Leistungsbereitschaft und Leistungsintensität innerhalb der Gruppe etwas, ja, wenn ich im Training anders gefordert werde. Und wir können uns ganz anders in Form bringen und Abläufe einstudieren, Automatismen über natürlich Spieler, die jetzt regelmäßig spielen. Und deswegen haben wir auch eine gute Grundstabilität jetzt. Und nochmal, wir sind einfach deutlich besser unterwegs als in der Hinrunde, was jetzt aber auch nicht schwer war. Nico Gelev, Bild. Hallo Stefan, hallo in die Runde. Dann mache ich mal den dritten Doppelpack. Auch zwei Fragen. Zum einen, du hast vorhin Gideon Jung und Jesse Gnankam angesprochen. Inwieweit sind sie tatsächlich schon eine Option für den Kader in Bochum? Und zum anderen, ist es mehr als eine Statistik, aber weißt du ja selber auch, es gibt so Städten, Stadien, in denen man sich besonders wohlfühlt. Bei der Spielvereinigung ist das Bochumer Ruhrstadion eigentlich ein gutes Pflaster. Die Woche Geschichte gemacht, viel mehr gewonnen als verloren. Spielt sowas eine Rolle oder ist das nur eine banale Statistik? Zur ersten Frage. Es ist so, dass Gideon und Jesse jetzt im Abschlusstraining mit dabei waren. Das war aber auch von der Belastungssteuerung her so, dass sie morgen dann nochmal individuell trainieren und am Sonntag dann wieder im Spielersatztraining mit dabei sind, dass wir sie so oft wie möglich auf den Platz bekommen. Und dann brauchen sie natürlich kontinuierliches Training und ich hoffe, dass wir das dann nächste Woche steigern können. Das heißt, dass ich sie dann vielleicht nur noch mal einen Tag rausnehmen muss aus dem Training und dann wird man sehen, wie weit sie die Trainingsbelastung verkraften und dann tatsächlich für nächstes Wochenende dann eventuell schon eine Option sein können. Wir haben letztes Jahr gegen Bochum gespielt, wir haben auswärts gewonnen, wir haben daheim verloren, wir haben jetzt das Hinspiel zu Hause verloren, vielleicht sind wir wieder an der Reihe. Also wir können es definitiv beeinflussen, davon bin ich überzeugt. Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die sich in den letzten Jahren permanent begegnet sind. Das ist für mich ein Spiel auf Augenhöhe, man kennt sich. Nochmal, es geht um die Bereitschaft, um die Performance, die wir auf den Platz bringen. Und wenn wir das schaffen, in konstant guten 90, 95 Minuten oder vielleicht nur 91, dann bin ich überzeugt, dass wir was mitnehmen aus Bochum. Martin Morawetz, dpa. Hallo Herr Leitl, ich schere mal aus und begnüge mich mit einer Frage.
Sie haben davon erzählt, dass Sie jetzt 22 Spieler im Training haben. Sind Sie denn zufrieden mit dem Druck, der aus der zweiten Reihe kommt? Ja, das ist schon auch ein Thema, das wir besprechen auch. Ich finde, viele Spieler haben einen Schritt nach vorne gemacht in den letzten Wochen, sind dann auch vermehrt wieder zu Einsatzzeiten gekommen. Wichtig war jetzt auch mal, dass ein Dixon Abiyama wieder Spielminuten bekommt in der U23, der jetzt lange nicht gespielt hat, Selbstvertrauen getankt, auch mit dem Tor. Und das sieht man dann auch im Training, dass wieder eine ganz andere Bereitschaft da ist. Letztendlich muss das Gebilde muss funktionieren, die zweite Reihe muss Druck aufmachen auf diejenigen, die spielen. Und von denen, die spielen, muss man aber auch ehrlich gestehen, dass in den letzten Wochen wenige nicht an ihre Leistungsgrenze gekommen sind. Und deshalb ist es auch vielleicht momentan schwer, in die Mannschaft reinzukommen. Michael? Noch eine letzte Frage zum VfL Bochum. Der VfL spielt ja sehr viel mit schnellen Außen. Wie kann man dem begegnen oder müssen Sie sich gar nicht so sehr darauf einstellen und einfach darauf setzen, dass das Zusammenspiel der beiden Achter und der Außenverteidiger so gut funktioniert wie öfter in den vergangenen Wochen schon? Wenig Tiefe geben. Guter Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte. Sehr gutes Gegenpressing. Dann gibst du keine Tiefe und hast wenig Ballverluste und dann kriegst du diese Flügelzange dann auch im Griff. Ja. Wenig Konter zulassen. Und nochmal, es liegt definitiv an uns, wie wir das Spiel angehen. Die Räume, die wir finden werden, müssen wir bespielen, das ist auch klar. Wir dürfen uns nicht locken lassen in irgendwelche Situationen, die gefährlich für uns werden können. Wir müssen clever Fußball spielen, aber über allem steht die Intensität und die Bereitschaft, an die eigene Leistungsgrenze zu gehen. Und nochmal, jetzt sage ich es, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal, ich habe maximales Vertrauen und ja, eine große Überzeugung, dass wir morgen 3 Punkte in Bochum holen. Georgios Zakiridis von Frankenfernsehen. Jawohl, Herr Leitl, Sie haben ja Sebastian Griesbeck vor dem Köln-Spiel besonders motiviert. Ich habe mich jetzt unter der Woche mit Nick Vierkäfer unterhalten. Ihm fehlt ja auch noch ein Bundesliga-Tor und als Innenverteidiger ist er ja durchaus prädestiniert für Kopfbälle. Und er hat so ein bisschen scherzhaft gemeint, vielleicht sprechen Sie mit ihm ja auch mal vor dem Spiel, vielleicht nickt er auch einen rein. Haben Sie denn mal mit ihm gesprochen? Also ich glaube, über Gesprächszeiten braucht sich Nick nicht beschweren, weil das ein sehr, sehr wichtiger Spieler für mich ist und wir permanent im Austausch sind. Nick hat seine Aufgabe im 16er und die erfüllt er. Und vielleicht fällt ihm mal einer vor den Fuß oder auf den Kopf, dann darf er gerne auch ein Tor erzielen. Aber wenn er seine Aufgabe erfüllt, dann haben wir auch eine Möglichkeit, Tore zu erzielen. Und das tut er. Gut, nachdem ich kein Handzeichen mehr sehe und die Busse schon warten, Stefan, dir und der Mannschaft eine gute Fahrt nach Bochum und ansonsten einen angenehmen Nachmittag. Tschüss.